Zena, der Chili und der Tommy. Wir alle beim Abendspaziergang. Thing you need is right in front of you, when you learn to see. Good things come to you. Die Woche fangen wir an mit einem schönen Morgenspaziergang. Ja. Richtig Brick. Genau. Morgen um 8 Uhr, wir sind schon am Wandern. Herrlich. Mein Vater geht jetzt heute heim. Er wollte schauen, wie die Wanderung ist. Und ich dachte, ja, wir kommen mit. So, was nehmen wir uns vor die Woche? Also, überall noch Mulchen. Rückwegseisel fertig bauen, Nüsse nochmal packen. Oh, ich weiss, ich habe nicht so viele Sachen. Dann so früh am Morgen könnt ihr studieren. Und ich tue noch Pilzle diese Woche. Genau. Und wir gehen jetzt auch einen Weidenzaun posten. Ja. Wir fangen an mit dem Chef. Probieren, weiden. Ja. Ich sage euch. Probieren. Das wird sicher noch lustig, aber wir werden es jetzt sehen im Video. Genau. Du bist gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, weil jetzt fängt die Woche an. Hey, willkommen in Dresden. Hoi zusammen. All you have to do is stop and take a look around. Habt ihr eigentlich gemerkt, in den letzten Videos ist Claudia so richtig glücklich und zufrieden? Möchte ich euch erzählen, wieso. Wenn Sophia nicht da ist, gönnt sie einfach immer bis Kripo. Der Colin hat immer das Gefühl, ich scheisse, aber es ist gerne nicht so. Ich bin einfach gut und er einfach nicht. Ja, mein Vater hat auch noch mitgespielt, aber das spielt auch keine Rolle, weil Claudia spielt alles allein. Ich kann nichts dafür, wenn ich ein anderes Niveau habe. Und deswegen ist sie wieder unglücklich die ganze Zeit. Aber weißt du was? Wir lassen sie gönnen, damit sie wieder unglücklich ist. Ja, ja. Joe und Co. Joe und Co. Nein, Joe und Mädels sind am Morgenessen. Guten Morgen miteinander und einen guten. Und ja, gestern, gell, sind wir auf die Nates gelaufen und dann sind wir gepostet und wir haben den Weidenzaun gepostet und einen Stromteil und wir haben Bienenwachs gekauft, weil wir haben ja uns diese Woche gesagt, was wir alles machen. Und ich bin nicht bei der Sache beim Zaun auswählen und habe eins ausgewählt, wo nicht Strom leiten kann. Aber gleichzeitig haben wir uns so ein Solarteil gekauft für die Batterien. Weißt du, Chef? Also ich musste noch mal runtergehen und noch mal posten gehen. Weil wir haben es erst auf der Heimweg gemerkt. Dass zum Glück auf dem Fuß vom Hügel. Aber ja. Aber anscheinend ist das gut so gewesen, weil ich habe dann ja, etwas Gutes getroffen. Als ich nochmal zurückgegangen bin. Und sie hat gesagt, bist du eigentlich immer noch interessiert an einem Geiss? Und ich habe gesagt, ja, weißt du, wir sind immer noch interessiert an Geiss. Ja, sehr. Und sie hat gesagt, ja, schauen wir jetzt dann den Bock. Es gibt einen Bock und ein Mädchen, das dann bald zu uns kommen gewonnen. Zum Glück bin ich nicht bei der Sache. Und zum Glück habe ich nochmal müssen gehen. Zweimal den Hügel auf, aber es hat sich gelohnt. Before you intervene. So, als nächstes kann ich meinen Weidenzaun aufstellen und bereit machen. Und wenn dann Claudia dabei ist, kann ich dann den Chef rein tun. Ich muss ehrlich sagen, ich bin recht froh, haben die mir jetzt nicht zugeschaut, wie ich da den Hag aufgestellt habe, um sie weiden. Weil eben der Plan ist, ich tue die Chef, die da sind, Tag für Tag von weit verschieben, damit sie mit der Rasen mähen. Denn da jetzt zum Beispiel beim australischen Pool, will ich da alles frei gemäht haben, damit ich einfacher graben kann. Und so will ich die Chef einsetzen können. In Theorie. Mal schauen, wie gut das klappt.
don't do anything, anything. Also unser Tier, Shiitake, kalt, fruchtend, haben wir jetzt als Video draussen. Also das ist sicher schon ein Titel draussen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr schauen. Und dann wird genau erklärt, wie man Pilzle tut. Ja, gibt Mut und ist wirklich gut und einfach. Wir gehen jetzt aber über in die Grossproduktion und fangen da ganz viele Hölzer zu impfen. Für unsere Zukunft, für deine Zukunft, für alle unsere Zukunft, tun wir jetzt mit Vernunft ganz viele Hölzer impfen. Technik mit dem Bienenwachs zu machen, das habe ich von North Spore in Amerika angeschaut. Das ist ein YouTube-Kanal, der jetzt hier verlinkt ist. Und die sind ja, richtige Pilzexperten. Die machen allerlei mit ihrem Pilzanbau. North Spore lohnt sich anschauen und ihre Videos. Ja, wenn man eben Pilz wissen möchte, North Spore ist Place I Go. Es gibt noch eine weitere Technik zum Beispiel, wo man alle Hölzer dann biegt und in Blachen abdeckt. Da muss man kein Wachs drüber tun. Aber dafür musst du ganz viele Blachen kaufen, wenn du so eine Masse machst wie mir. Und wir haben gedacht, so ein paar Kilo Bienenwachs wäre günstiger. Zwischendurch auch noch anders machen. Morgen hat er nämlich Regen, das heisst, wir müssen noch weiterhin Bäume mulchen, weil wir haben noch nicht alle gemulchen, ganz ehrlich. Und ja, bei anderen Arbeiten machen, sieht man fortlaufend weitere Arbeiten, die man irgendwann einmal noch machen sollte. Ja, wir haben noch viel vor. Also hier im Food Forest Nummer 1, seht ihr, wo ein Baum gesetzt ist, ist ja der, natürlich mit, haben wir organisches Material ins Loch da. Und da haben wir drüber gebiegen. Und jetzt sind wir noch Scheiße aus dem Stall drauf tun. Genau. Und da oben drauf kommt nochmal Laub und nochmal Gras. Richtig Lasagne-mässig wird da gebiegen. Und dann kommt Claudia mit dem Stroh. Siehst du? Und macht einen grossen Ring rundherum. Da in der Mitte behalten wir immer frei, damit es da wie ein Wassersee kann geben. Ihr werdet es sehen, wenn ihr es bei euch im Garten ausprobiert. Es gibt einen kleinen See da in der Mitte, der langsam absickert und Mulch fürchtet. Es ist herrlich. Und dann bleibt das viel länger da. Ja, und umso mehr Schichten kannst du, kannst immer wieder kommen und immer wieder schichten. Und das ist alles super für den Baum. Einfach immer da wieder das Loch frei machen in der Mitte. Herrlich. Everything. Garette hingenommen, mit Mist gefüllt. Und Reto laufen tue ich mit Baumstämmen, die ich verschnitten habe vor etwa 2-3 Wochen. Ja, weil als Kellner weiss ich doch, nie leer laufen. First you have seht ihr da, das ist im Stall und im Stall und in der Brauerei. Und da, was das Loch war, ist ja immer Wasser runtergeflossen. Also haben wir da nasse, lähmige, ganz viel Holzanteil feuchten Kompost. Und mit dem mulche ich eben. Mulchen. Und dann habe ich auch den, wo es noch etwas trocken ist, das mache ich als Kartonersatz. Dann mulche ich oben durch. Mulchen. Das ist einfach eine dichte Platte, die aber fortlaufend sich zersetzt. Und ja, man kann Karton nehmen, man kann das nehmen, man kann beides nehmen. Then take a look around. Ja, und ich bin fortlaufend oben der Stroh und ohne den Mist fortlaufend am Aufräumen, damit ich hier den Boden flicken kann, das Dach flicken kann. Hier unten muss ausgeräumt sein, damit ich wieder Tier drin habe. Und ja, das wäre schön, alles auf den Frühling bereit zu haben. Aber ja, fortlaufend, eins nach dem anderen, eins fürs andere und hey, ist ja alles zusammenhängend, kommt alles zusammen und wird alles gebraucht, weil nothing. Nichts ist Verschwendung und nichts ist Abfall bei uns. Alles wieder Verwertung. Take a look around. Listen to the sound. Why not take a whiff
You'll see much better if you use more than just your eyes. Ja, vorher sind wir Schiffe gekommen am Mittag. Darum sind wir jetzt fleissig noch am Fertigmulchen, damit dann die Bäume wirklich genug Wasser speichern können. Das sieht super aus, oder nicht? Ja, jetzt fehlt nur noch. Was fehlt? Was haben wir noch nicht gemolken? Terrasse 2. Nein. Nein, der Food Forest 2. Also der McHügel? Ja. Der McHügel Food Forest. Von der Benjeshecke aufwärts. Rechts ja. Und links. Aber den Rest haben wir alles schon. Ja, ich sehe den noch nicht. Ja, die zwei Mandelbäume, glaube ich, die machen mir mega Freude. Ja, wir auch. Die sehen wirklich schön aus da hinten. Ja, kommt gut. Ja, was ich euch noch gerne gezeigt habe, ist, was sie aus diesen Paletten gemacht haben, wo unsere ganzen Bäume und Sträucher mit dem Heli angeliefert worden sind. Ja, ich weiss nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Das ist eine ganz kleine Terrasse. Da hat es auch schön Schattig mit Bäumen. Also zwei sind abgestorben, aber ja, können wir dann etwas machen. Und das ist eigentlich gerade oberhalb von Pura Vida. Und die Terrassen haben sie gemacht, wo sie das alte Steindach abgebaut haben, das drauf tun haben, haben sie die Steine hergebogen. Genau, mal schauen. Momentan bleibt es mal noch Terrasse. Mal schauen, was es in Zukunft daraus gibt. Ein mega cooles Palettensofa. Danke vielmals, Dave, für deine Unterstützung. Da können wir dann nur noch schöne Küsse drauf tun, bequem. Und dann hier den Sonnenuntergang geniessen. Mit einem feinen Drink oder so, wie auch immer. Take a step outside. So, nach zwei Tagen ein bisschen pilzeln, Dübel setzen. Wir haben schon einige Stammhölzer. Mhm. Und eine bessere Strategie mit dem Wachs. Ja, eine bessere Strategie mit dem Wachs. Wir werden immer besser. Wenn du aber eine andere Technik hast, bitte unbedingt mitteilen in den Kommentaren. Und mein persönlicher Fazit ist, es ist zeitaufwendig. Es ist zwar sehr einfach, aber es ist zeitaufwendig. Darum, falls du nicht so viel Zeit hast, aber unbedingt Bild switchst, Etienne hat fertige Rügel, die man bestellen kann auf speisepilze.ch. Und falls er mal ausverkauft wäre, wir hätten auch noch als Backup, aber es müsste auch über Etienne laufen, finden wir. Also bestellt, was das Zeug da hält bei Etienne. Weil Pilze für die nächsten 7 Jahre lohnen sich. Definitiv. Aber jetzt müssen wir aufräumen, weil es sollte regnen kommen. Hoffentlich kommt es regnen, so richtig regnen. Und es hat geheißen bis um 3 Uhr morgen. Ja, dann ist das der Mittwoch etwa gewesen. If you wanna know, wanna know. Ich habe noch mal Hefegutte gesammelt. Und jetzt tue ich den halbieren und dann kannst du auch easy die Kerne einfach so rausnehmen und dann können wir es genau so trocknen lassen und nachher als Tee verwenden. Also voll einfach, voll easy Methode, um die Kerne rauszukriegen. Wenn du es halbierst, dann nimmst du es nachher, kannst du einen Löffel so rein, alle raus, so ein bisschen rumgrübeln, dann kommen gerne die ganzen Hörli da, die dran sind, weg. What your soil is like, and what is gonna grow. All you have to do is stop and take a look around. Take a look around. Get your hands into the ground. It's fitting. Ja, es ist schon Freitag, gell? Geht so schnell. Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, jetzt Freitagmorgen, ich gehe jetzt in Food Forest 1. Ich nehme Pilzdübel mit. Und ich nehme Zwiebeln. Und Knoblauchzehen. Und Bäume, um ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln pflanzen und einfach ein bisschen pflanzen. Und Holzdübel. All die Holzrügel, die ich habe, habe ich ja von Bäumen abgeschnitten im Food Forest 1. Und jetzt, all die Stumpf, die ich hier lassen habe, tue ich auch mit Pilz infizieren.
Ja, damit die sich schneller versetzen und ich Pilze ernten haben. So ist es. Und ja, heute Nachmittag gehen wir noch auf den Bauernmarkt. Jeden Freitagnachmittag ist im Wisch Bauernmarkt und wir gehen ein bisschen schwätzen, schauen und so. Ja, ist einiges am Laufen und ja, es ist eine gute Woche. Es ist wirklich eine gute Woche. Der Frost ist definitiv da. Es ist jetzt kalt. Händchen habe ich nicht nur zum Tent schützen, sondern auch ein bisschen wärmer haben. Ja. Was soll ich noch gross labern? Achtung, fertig, los, ich gehe arbeiten. So, genau so einen Baumstrunk zum Beispiel, tue ich jetzt richtig beimpfen. Mit Shiitake, warm und kaltfruchtend. Weil ich denke, sie sind so in der gleichen Familie, kommen einfach zu verschiedenen Zeiten. Das heisst, in meinem Kopf, in meiner Überlegung, dass der Baumstamm ziemlich schnell immer wieder Shiitake hat. Und dann eigentlich in der warmen Saison und in der kalten Saison. Also durchgehend. Das heisst, er wird auch schneller versetzen. Ja, es ist ein Experiment. Und vieles, was ich mache, ist, ja, habe ich irgendwo theoretisch aufgelesen, sozusagen. Aber mir geht es einfach hauptsächlich auch darum, einfach mal zu machen. Einfach mal ausprobieren, einfach mal Erfahrungen sammeln. Jetzt in den ersten 1-2 Jahren. Und alles, was ich sehe, funktioniert, werde ich über die nächsten 10 Jahre implantieren und ausbauen, oder wie man dem sagt. Und alles, was nicht funktioniert, will ich einfach nicht mehr machen. Darum muss ich einfach probieren. Und probieren geht viel fester. Probieren geht über Studieren. Weil man kann zu lange umhirnen und anstatt einfach loslegen. Und ich bin mehr so der Macher-Typ. Ich mach lieber, anstatt lang überlegen. Don't be scared of the dirt. It isn't gonna hurt. So, aber gell? Weißt du, was Amis auch noch ist, wo man sicher auch unterschätzt, ist, dass, ja, neben den alten Projekten gibt es so die alltäglichen, wöchentlichen Aufgaben, die man einfach trotzdem auch noch machen muss, obwohl man jetzt nur will pilzeln und hat das Gefühl, man kommt nicht nach mit Pilzeln oder was, Bäume pflanzen oder so. Ja, man hat all die Projekte, die man will machen, aber man hat auch all die Alltagsarbeiten, wie jetzt zum Beispiel Hirn misten. Ja, weil nur weil ich ein anderes Projekt im Kopf habe, müssen die nicht im Dreck versumpfen, oder? Nein, das wäre nicht fair. Also, beschäftigt kann man nie sein. Oder? Langweilig wird es einem nie. And if you're brave, try the flavor. Ich bin eben schon froh, haben wir da die Technik mit dem Ausmisten so. Weil heute möchte ich einfach ganze Hirnmisten mal neu mit anders tun, als auf der zukünftigen Komposthaufen. Ich habe gedacht, ich tue es in den Kübel, leere alles zusammen und dann ja, bei den Bäumen verteilen, weil Hirnmist ist gut für den Wachstum. Dann tue ich es jetzt überall in diesen Mulchhaufen, einfach so ein bisschen verteilen, Bits für Bits überall, zusätzlich. Also ich habe das Gefühl, es kann nicht schaden. Ah, das war mit dem Licht. Es ist wieder mal ein wunderschöner Tag. Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, schau, da habe ich jetzt eine Woche Mist von den Hirnen. Da kann ich mit ein bisschen Laub vermischen und ein bisschen Bodenschmäuse. Einfach so ein bisschen. So. Dann ich ein bisschen vermischen, habe ich das Gefühl. Und das dann verrühren und stecken und keine Ahnung, was alles drin. Und das gehe ich jetzt im Food Forest 1. Bei den Bäumen noch zusätzlich drauf tun und bei den Haselnüssen und überall. Ja, weil es kann ja nicht schaden. Hirnmist und dreckig gemischt. Oben auf dem Mulch versinkt das und verfüttert es. Und ja, jetzt am Anfang brauche ich glaube ich alles Mögliche. Weil im Boden hat es nicht viel. Ja, und schon habe ich mehrere Projekte miteinander verbunden. Mit alltäglichen Jöpplis gesehen. Hirnmisten führt zu Mulchen von den Bäumen. Ist alles zusammenhängend. Take a handful of that land. So, der Hirnmist, gemischt mit ganz viel Dreck und Erde, so zum Strecken auch,
ist jetzt im Food Forest 1. Wir müssen einen guten Namen haben, der Food Forest 1. Ja, jeder Baum und jeder Strauch hat so eine Handvoll bekommen. Als Futterung. Go on, squeeze it in your hand. Wenn ich gerade da bin, schaut euch die Aussicht von Terrasse 4 im Food Forest 1. Ja, da hinten sind die drei Gemüseterrassen. Und da oben der Klanghang. Und von da wird ich eben Wasser überziehen, oder bin ich am Wasser überziehen, wo dann da oben durch in meine Hoffnung irgendwie durchkommt und dann da oben runterfließt. Das wäre noch schön. Ja, das Wasser muss ich finden, den Weg. Auf jeden Fall wird es dann da der Hügel drauf laufen. Und als Plan und auch noch über das, was über die Gemüseterrasse 2 kommt, wird da rausfliessen und da mit dem zusammenkommen. Man sieht auch schon in der, im Hügel rein, wo das Wasser kann fliessen oder geflossen ist. Und dann kommt es da drauf. Da drauf. Und dann da unten wird ein Teich bauen. Oder also ein Teich, nein. Einfach so ein Wasserfang. So ein Loch, wo mehr Wasser kann fangen kann. Weil, ich zeige es euch ein bisschen näher. Wenn ihr da seht, genau da, wo der Schatten ist, da hat es einen richtig dichten biodiversen Wachstum. Jetzt sagst du vielleicht, ja, lass doch das. Dann sage ich, ja, aber der Grund, wieso das dort ist, ist dort, weil natürlich viel Wasser dort gespeichert wird. Und darum, wenn ich jetzt den Wasserspeicher unterstütze und vergrössere, sozusagen, habe ich da tendenziell mehr Wasser. Und wenn ich da einen Wasserspiegel anbringen kann, habe ich es auch einfacher, um alles zu begüssen da rundherum. Und natürlich die Bäume, die da rundherum gepflanzt sind, die werden auch ihre Wurzeln da hinschicken. Ja, und wie es jetzt schon Schatten hat, verdampft es weniger an einem schönen Tag. Check out the display. If it stays together, it's play. Samstagmorgen. Und Sophia und ich sind gerade am Projekt. Also am Projekt Frühbeet zusammenbauen. Aber das erste Mal die Fenster, die es Licht und Wärme geben für diese Blüten. Was sage ich heute Morgen? Ja, Baba, die müssen zuerst geputzt werden, abgewaschen werden, weil sie sind verdammt dreckig. Stays together, it's clay, but if it falls apart, it's sand. Oh yeah, take a look, take a look, take a look. Du, Claudia, was haben wir eigentlich wollen machen? Ja, eigentlich haben wir zu den Schafen schauen, ob wir sie mit Brot anlocken können. Und Sophia, was haben wir denn dafür gemacht? Ein Zaun aus Holz. Genau. Und wieso haben wir das müssen? Also nein, sagen wir es so. Jeff, sind uns natürlich einfach abgehauen. Also wir haben da null Erfolg. Bis jetzt mit Schafen, Hirten sind wir noch nicht so gut. Wirklich noch nicht. Aber dafür haben wir jetzt oberhalb... Dafür haben wir jetzt oberhalb der Gemüseterrassen. Seht ihr, dort ist der Klanghang. Und unser Haus weiter unten. Haben wir jetzt angefangen mit Benias Hecken, weil auch hier oben seht ihr da oben alles Totholz. Und das können wir jetzt natürlich alles fortlaufend abnehmen und fortlaufend zumachen, weil dann kommt ja die Chef dann nicht mehr rein. Jetzt, was machen wir jetzt, Claudia? Jetzt gehen wir auf eine Brockenhaustour und schauen, ob wir ein paar Sachen finden. Aber zuerst Pause. Ja, aber nachher gehen wir auf Tour. Ah, zum Glück halt Pause. Halt die Maroni-Pfanne und so einen Teekocher für auf den Holzherd. Und ja, ein paar Sachen schauen, ob es das rum hat. Take a look, take a look, read the landscape like a book. Ich sage euch, es ist kalt heute Morgen. Ja, der Frost ist da, definitiv. Aber der Motor wächst weiter. Ja, mal schauen, wie lange noch. Boah, was haben wir denn? Ja, heute Morgen ist es so kalt. Ich muss jetzt rauf zum Bach, wo der Sprinkler angefüttert wird, weil ich möchte meinen
Gemüsebeet-Bewässerungssystem ein bisschen laufen lassen heute. Wieder mal. Und ja. Und dann, Sophie ist schon da, haben die ja gesehen. Die Sophie und ich, also sie schläft jetzt noch ein Zeit. Aber dann arbeiten wir heute beide, dann haben wir gesagt, machen wir einen Lerntag, 1-2 Stunden, dann miteinander arbeiten. Also ich habe meine Lerndokumentation und sie ihre Schulsachen. Das Lustige ist im Moment, gerade sie muss etwas über Hühnerkommunikation schreiben und ich muss sowieso etwas über Hühner für meine Lerndokumentation schreiben. Also sind wir gerade eigentlich am gleichen Thema. Noch zwischendurch noch schnell etwas zeigen. Zustand von einem Stall. Das ist der Streichelzoo-Stall. Ja, wir haben schon noch einiges vor uns. He? Schon noch einiges vor uns. Aber ja, was ich auch wollte sagen, jeden Tag ist ja ein Lerntag da oben. Und überall. Wie wer weiß, was wir wissen. Nein. Bla, jetzt wollte ich einen gescheiten Spruch bringen am Sonntagmorgen. Aber weißt du was? Fuck it. Das ist ja das, ich weiß nicht, mögt ihr euch erinnern im Video, Sophias grosse Idee, ist immer noch am Funktionieren. Speist, jetzt habe ich es wieder eingehängt, es läuft nicht viel Wasser heute. Es ist kalt und wahrscheinlich am Brisel weiter oben. Ja, aber so funktioniert es immer noch bei uns. Eines Tages werde ich da irgendwo noch, ich weiß noch nicht genau wo, das ein bisschen besser machen mit dem Wasser. Dass sie sich mehr stauen und mehr Druck bringen kann. Ja, weil ich will ja eben alles berieseln mit dem. Und jetzt bin ich an der anderen Ende. Also dort, wo es vorne reingeflossen ist, da fließt jetzt wieder raus. Und ja, das ist mein Permakultur-Berieselungssystem. Interact, low impact, get your feedback when you take a look around. Von da fließt es drüber. Ich kann hier die Gießkanne anfüllen. Fließt drüber. Und dann geht es dort durch. Und dort durch. Alles, was durch das Holz durchkommt und durch den Boden durchfließt, geht dort rein und fließt auch wieder. Ja, und dann trifft sich links und rechts. Und fließt weiter. Wisst ihr, was das ist? Es ist schon wachsen. So gut. So gut. Es wächst schon. So. Acht ab acht, das Wasser läuft. Alles meine Runden sind gemacht heute Morgen. Schlafen noch alle. Also habe ich entschieden. Ich packe jetzt eine Schaufel und eine Spaten. Und währenddessen, dass ich da warte, bis alle aufwachen, gehe ich nochmal ein Loch graben. Ja, ein Loch, einfach ein Loch zum Wasser speichern. Weil überall, wo ich überall Löcher grabe, damit wenn dort, wo Wasser durchfließt, damit es immer wieder stehen bleibt und ein bisschen länger bleibt. So wie in etwa das Loch. Ja, mit der Zeit werden es immer mehr Löcher und die werden da miteinander verbunden. Und ja, sie sind nicht gross, sind kein Teich, sind wirklich nur Löcher. Aber ja, ich gehe jetzt graben. Stündli. Zwei, bis alle wach sind. Und ja, dann kann ich lernen, wie gesagt, das Morgenessen. Und Video schneiden. So. Genau da tue ich das Loch graben. Da. Nichts drin, in nirgendwo. Aber du siehst, in Flucht vom anderen. Also, jetzt habe ich die Zaume raus. Hier unten. Und da. Das ist in Flucht voneinander. Das heisst, das, was da ist, geht schwerkraftmäßig automatisch den Hügel ab. Und dann bleibt es dort nochmal stehen. Ich kann Pause machen. Du musst schauen, das Wasser kann Pause machen. Ja, und dann von da aus, wenn es ist, kann ich auch dort weiter. Und da zickzack drauf und überhaupt. Und wenn es da speichert, haben da oben
Meerwasser und von da fließt es ja eh oben runter. Das sieht man ja im Boden. Ja. Also drum, da. Ja, jetzt kommen wir zum Ende vom Video. Ich würde auch sagen, ja, die Woche ist vorbei. Gestern waren wir ja noch auf der Brücke-Tour gewesen, unter anderem, oder? Genau. Und wir haben noch zwei Highlights da dabei von unserer Brücke-Tour. Zwei Lieblingsgegenstände, ja, genau. Jeder seine. Also. Ja, also wir haben recht etwas ergattert. Es sind coole Brückis da unten. Wow, schöne Sachen hat es. Aber, was ist dein Highlight, Claudia? Also mein Highlight, warte, ich muss es gerade so zeigen. Da ein bisschen verbogen, warte, ich zeige die schöne Seite. Ah, da ist auch verbogen. Okay, also, das ist ein Teekrug. Und den habe ich für auf den Ofen nachher drauf zu tun, auf dem Feuer. Damit eigentlich immer etwas heißes Wasser ready hast. Und dem, ja, habe ich Freude. Bei mir? Und du? Ich? Wie ihr wisst, ich habe gerne Hirt. Und Man of Many Hats und ich habe einen neuen Hut. Ich habe jetzt einen Helm. Bob the Builder. Ja, endlich ein bisschen Sicherheit beim Colin. Ja, das heisst, also ich habe ja schon einen zum Motorsagen machen und so. Jetzt haben wir jetzt zwei. Was glaubt ihr, wenn der gar noch nicht so bewusst ist? Jetzt, das ist das für dich ist. Ja, ich habe es für dich. Damit du mit mir in den Stall kommst, go ausmisten. Fina, ja, was sagst du da dazu? Sie weiss es. Ja, und sie sagt, Überraschung. Hey, Leute. Nächste Woche haben wir auch wieder eine gute Woche vor uns. Ja, bestimmt. Vor. Die Woche war cool mit den Pilzen. Wir werden nächste Woche noch weit pilzeln, weil eben, wie gesagt, es braucht Zeit. Aber ja, es lohnt sich, weil Pilze hat man für eine Zeit. Ja. Nutzen und Ertrag stimmt. Liken. Abonnieren. Abonnieren vielleicht, bitte. Vielleicht noch ein Kommentar schreiben, wer weiß, oder ein Grüßli. Feedback immer willkommen. Und ja, hey, übrigens, was wir noch wollten sagen. Ich weiss, Google-Accounts und so haben nicht viele Leute gerne wegen YouTube-Abonnenten. Mhm. Aber macht doch ein Dresden 1. Wenn das besetzt ist, macht Dresden 2. Einfach so eine Adresse, die extra machst, um nur uns zu abonnieren. Schön, also, schöne Woche miteinander. Tschüss, bye bye. Abundance will abound. The problem is the solution, just depends on your perception. Try to change yourself before the world. Ja, jetzt ist perfekt. Sie sieht so gut aus. Yeah, take a look around. On the inside and the out. Cause when you observe yourself, you see everything else, make good use of it now. Yeah.